Vor allem, ich kann die auch, glaube ich, nicht rechtzeitig ausschalten. Die Frage ist, muss ich jetzt hier lang oder muss ich oben lang? Ops. 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 Unten. Okay. Weil ich will wissen, was hier drin ist. Wenn es jetzt einfach nur für dumme Nüsse war, ist es natürlich kacke. Es war für dumme Nüsse. Oh Mann, oh Mann. Hätte ich das früher gewusst. Aber obwohl, ich könnte dann nochmal zurückgehen. Ich könnte mich damit nochmal komplett heilen, weil ich den Bereich jetzt geklärt habe. So ist es jetzt nicht. Nein. Oh. Wo will man denn da hin? Aber wir wissen, dass wir den Parcours da unten nicht machen müssen. Also nicht unbedingt. Alter, wo soll man sich denn hier bitte überall verstecken? So? Hallo? Seid ihr alle ausgelöst worden? Ja. So, der ist auch ausgelöst worden. Sehr schön. Alter, die haben ja aber alles vermint. Und ich muss da durch, Alter. Ich muss da durch. Warum denn ich? Oh, jetzt haben wir da so einen Spacko. Ist doch schon wieder am Start. Moment. Das einfacher machen. Tot? Nein. Tot? Ja. Natürlich ist jetzt noch einer direkt neben mir. Du Arschgeige. Weil wir haben eigentlich genug Bohrermunition. Können wir euch kaputt machen? Nein. Wäre natürlich eine gute Erleichterung, wenn wir die kaputt machen könnten. Als ob. Was ist das? Hier. Ich sehe schon, dass ich gleich wieder drauf gehe, ne? Ja. Ich bin auf jeden Fall kurz davor, drauf zu gehen. Das heißt, wir müssen dieses, den Hip-Hop da hinten trotzdem noch machen, nochmal. Diesen Hibble-Hop. Wo ist er denn jetzt schon? Wo ist er denn? Liegt der immer noch? Geht doch. Oder haben wir hier irgendwo tolle Sachen? Haben wir da unten irgendwas? Ja, da unten. Okay, das heißt, wir brauchen doch gar nicht mal weiter hoch. Die Bestien haben den Hangar erreicht. Ich brauche alle Männer, die sie erübrigen können. Verstanden, Kommando. Cartwright, wir halten Sie hier auf. Gehen Sie zum Hangar. Wir dürfen diese Transporte nicht verlieren. Verstanden. Alter, welchen Hangar? Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Bohrer gegen mich sehr hasse? Diese dumme Wallhack-Waffe? Okay, der Typ ist schon mal tot. Außerdem haben wir hier immer noch einen. Und ich bin halt wieder tot! Fast zumindest. Und nein, ich gehe jetzt nicht zurück und hole mir die Dingensbummens. Irgendwas konnte ich hier gerade anvisieren. Nee. Nee. Warum ist denn der Typ da noch... Oh, hi. Warum kann der Typ da nicht was machen? Alter, ich will da durch. Ah, ich will da durch. Ich will hier Deckung haben. Okay, wieder ein Bohreinsatz. Super. Keine Munition. Ey, es sind so viele, ne? Fuck! Falsche Taste. Nein. Nein. Ja. Nein.
Ja. Free aim. Feuer frei. So, ey, ich bin halt schon wieder kurz vorm Abkratzen. Das ist schon wieder so unfassbar. Der ist auch tot. Da läuft noch einer. Vor allem, warum sind die Gegner auch jetzt einmal so gut? Beziehungsweise so viele. Gut, es ist eine Invasion, kann ich ja verstehen. Man muss ja nun nicht übertreiben, ne? So, sieht gut aus. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal eine ordentliche Waffe. Und so viel dazu, die kommen immer noch an. Weiß ich nicht, ob die unendlich jetzt kommen. Wäre natürlich ein bisschen scheiße. Wenn das halt wirklich der Fall wäre. Weil ich würde ganz gerne da erstmal die Dingens haben. Also ich wollte hier so reingucken. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn hier gerade Energie drinne liegt. Dass ich mir dort auch nutzen kann. Ich gebe Ihnen Deckung. Sie gehen rein. Ja, will ich auch hoffen. Dankeschön. Die Soldaten wehrten den schlimmsten Angriff am nördlichen Eingang ab. Aber es sollte schlimmer kommen. Die Bestien waren im Süden in den Hangar eingedrungen. Wenn die Flugzeuge nicht sicher starteten, wäre alles verloren. Auf zum Hangar! Bringen Sie die Transporter hier raus! Also das war knapp. Evakuierung Südkommando 1559. Gehört immer noch zu Bristol. Kapitel 7. Also, wenn es wirklich nur 11 Kapitel gibt, dann sind wir eigentlich ja doch ganz gut im Schnitt. 34 Minuten, 35 Minuten. Am Anfang sehr viel gefailt, aber hey. Ach komm schon. Ernsthaft? Alter, bist du mich... Alter. Oh, Leute, ich hab ihn getroffen. Ich hatte doch gesagt, die sind so nervig. Und natürlich kommen hier Leute hoch. Wisst ihr was? Hier. Nee. Sowas kann auch nur mir wieder passieren, ne? Leben die alle? Noch? Einer noch. Natürlich einer mit dem Bohrer. Natürlich einer mit dem Bohrer. Der Typ, der mich killen kann, ist einer mit dem Bohrer. Wer soll so drin sein? Mann, Alter. Kein Glück, muss ich sagen. Warum? Weil die Pimmelköpfe mir einfach so dermaßen viel abziehen. So, der ist schon mal tot. Nee! Nachladen. So. Nochmal nachladen. Begrüßungskomitee kommt. Da kommt Nummer 2. Na gut, kam nicht weit genug runter. Hier. Da kommen noch mehr. So, hier habt ihr. Weil die Granaten werde ich sowieso nicht brauchen. Kommt da noch eine? Sieht clear aus, oder? Da haben wir Shotgun, also... Es ist halt wirklich auf Shotgun gerade... Alter, wie tief muss ich denn laufen? So. Also es ist gerade echt sehr auf Shotgun ausgelegt, diese... Ja gut. Alter, noch weiter runter. Ne, okay, wir sind unten angekommen. Aber cool, dass wir nochmal wieder ein Shotgun-Level haben.
Was mir überhaupt nicht gefällt. Dass wir so viele Bohrerspackos am Start haben. So. Jetzt will ich aber auch erstmal in die andere Richtung gucken. Als ob da nichts ist. Hau ab. Ah, Information. Gut, hatten wir schon lange nicht mehr. 15 Jahre vor 1950, 13 Uhr. Wir mussten heute Kisten von den Senkrechtstartern abladen. Angeblich nur Laborausrüstung für NK, aber der... für Nordkommando. Aber der Landeplatz wird von 100 Mann bewacht. 16. Januar 1950. 16:30. Habe bemerkt, dass einige der Kisten mit der amerikanischen Flagge versehen sind. Dabei weiß doch jeder, dass sich die Amis aus dem Krieg raushalten wollen, okay? Halt, ein Ding, so würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Es war... Ja, gut. Es passt. Ich dachte, ich kriege die jetzt nicht nochmal rauf. Einmal nachladen. Das ist aber trotzdem die falsche Waffe. Ich wollte das Sniper-Gewehr haben. Habe ich getroffen? Ja, aber nicht in den Kopf. Ach, komm schon. Dass die halt so unfassbar gut treffen mit ihrem Scheiß. Also manchmal hätte ich hier ganz gerne eine Maus. Ohne Scheiß. Vor allem, wenn denn so ein ja, Sniper-Bereich halt geht. Kannst halt so sensibel damit denn halt aimen. Na nur gut, wir sind halt hier nochmal auf der PS3. Aber nichtsdestotrotz, das Game macht da trotzdem Laune. Es ist nicht schwer, wir spielen hier auf Mittel. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr machbar. So, tschüss. Vor allem die Passage hier. Davor habe ich mich einfach nur blöd eingestellt. Da hätte ich auch, ja... Es war teilweise sehr unglücklich, nennen wir es mal so. Was bist du? Keine Ahnung. Was seine Aufgabe jetzt war. Irgendwie war der relativ schnell tot. Ich dachte jetzt, guten Bohrer oder sonst irgendwas, der vielleicht ein bisschen schneller jetzt ist als sonst. Aber... Ach, wir haben ja noch Treibstoffminen. Ha, geil. Die Dinger sind natürlich Bombe. Okay. Aber die Passage ist halt... Das gefällt mir, dass das hier wirklich so krass auf Shotgun gerade ausgelegt ist. Okay. Einmal nach unten. Der Fahrstuhl. Wir hören auf jeden Fall sehr, sehr viele Kampfgeräusche schon mal. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Dass ich jetzt schon wieder mittendrin bin, statt nur dabei. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo gerade ein Dingens war. Vor allem, er hat ja den Bohrer in Übermaß. Okay, das geht noch. Fuck. Wieder mal gut gewurstfingert. Er hat halt den Bohrer in Übermaß. Das heißt, es ist so eine Explosion, wo ich halt nicht wirklich entkommen kann. Das ist für mich sehr, sehr scheiße. Aber ich muss sagen, die Treibstoffminen sind gar nicht mal so schlecht. Wie man sieht. Gut, ich habe jetzt meinen eigenen Mate noch mit drauf hochgejagt. Aber so passiert halt. Kann ich... Nein, ich dachte, ich kann umlaufen. Okay.